Herzlich willkommen zu unserem digitalen Impuls mit dem programmatischen Titel Neue Oberstufe. Ich danke Ihnen ganz herzlich schon an dieser Stelle für Ihr Interesse am Thema. Mein Name ist Vincent Steingel. Ich bin Bereichsleiter für Kooperationsmanagement in der Deutschen Schulakademie. Ich habe die Ehre, heute diesen digitalen Impuls zu moderieren. Und ich freue mich hoffentlich gemeinsam mit Ihnen auf ganz spannende Gäste zum Thema Neue Oberstufe gewinnen konnten wir die Themenleiterin für eben dieses Thema in der Deutschen Schulakademie, Anne Slifka. Sie ist Professorin am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Heidelberg und Gastprofessorin an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Ich habe schon gesagt, sie ist Themenleiterin für das Thema Neue Oberstufe im Programmteam der Deutschen Schulakademie und ist auch Projektleiterin unseres Online-Forums, das im kommenden Monat stattfinden wird, worauf ich später am Ende dieses digitalen Impuls nochmal drauf eingehen werde. Unterstützt wird Anne Slifka durch Marie Roth, Lehramtsstudentin an der Uni Heidelberg und Hilfskraft bei Anne Slifka. Und sie ist sehr interessiert an der internationalen Perspektive auf Bildung, unter anderem auch unterstützt durch einen Gastaufenthalt in Helsinki und eben dieses Schulsystem, also das finnische Schulsystem, wird sie uns heute auch vorstellen. Weiterhin freuen wir uns auf Friedemann Stöffler. Friedemann Stöffler ist Schulentwickler, Studiendirektor im Ruhestand am Evangelischen Firstwald-Gymnasium in Mössingen. Also ich weiß gar nicht, ob man im Ruhestand an einer Schule sein kann, aber er war an dieser Schule und hat da viel zur Reform der Oberstufe beigetragen und leitet, glaube ich, auch immer noch das Innovationslabor G-Flex oder G-Flex. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. G-Flex oder G-Flex? Das musst du uns sagen. G-Flex, genau. G-Flex. Statt G8 oder G9, G-Flex. G-Flex. Ah ja, klar. G8, G9, G-Flex. Auf dem Weg zum Abitur. Ist Buchautor. Und wir freuen uns ganz besonders, dass er heute die praktische Perspektive mit einbringt. Wenn Sie schon öfter mit dabei waren, dienstags 16.30 Uhr bis 18 Uhr kennen Sie die Reihe der digitalen Impulse bestimmt schon. Diese werden veranstaltet von der Deutschen Schulakademie gemeinsam mit den Regionalbüros des Deutschen Schulpreises und der Deutschen Schulakademie. Wir werden gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung und haben so die Möglichkeit, jeden zweiten Dienstag in diesem Jahr zu ganz interessanten, ganz unterschiedlichen Themen Ihnen ein hoffentlich abwechslungsreiches Programm zu bieten. Wir wechseln uns in diesem Jahr ab mit den sogenannten Community Calls des Forum Bildung Digitalisierung. Das ist eine Schwesterinitiative von uns. Die finden immer Donnerstag statt, immer in den Wochen, wo es keinen digitalen Impuls gibt, also nicht übermorgen, sondern dann übermorgen in einer Woche findet der Community Call des Forum Bildung Digitalisierung statt. Meine Kollegin hat gerade den Link dazu auch schon im Chat gepostet. Vielen Dank. An der Stelle noch einen organisatorischen Hinweis. Wir zeichnen diesen digitalen Impuls auf. Das dient vor allem dazu, dass Sie, aber auch Ihre Kolleginnen und Kollegen oder diejenigen, die jetzt heute Dienstag 16.30 Uhr nicht an dem Impuls teilnehmen konnten, dass Sie die Möglichkeit haben, die Inputs sich auch im Nachhinein nochmal anzuschauen. Deswegen bitten wir Sie, während des ganzen digitalen Impulses Ihr Mikrofon ausgeschaltet zu lassen. Es liegt ganz einfach daran, wenn das Mikrofon ein Geräusch erkennt, dann springt die Aufzeichnung sozusagen auf Ihr Kamerabild rum und dann haben wir auf einmal Ihr Wohnzimmer mit in dem Video, das wir dann veröffentlichen, drauf. Und wir wissen ja nicht, ob Sie das wollen oder nicht. Deswegen, um da kein Einverständnis erfragen zu müssen und so weiter, machen wir das so. Im Anschluss an den digitalen Impuls gibt es die Möglichkeit, nochmal in einen direkten Austausch zu gehen. In einer kleinen Lagerfeuerrunde haben Sie die Möglichkeit, dann auch direkt nochmal, da haben wir die Aufzeichnung beendet, direkt nochmal mit den Impulsgebern ins Gespräch zu gehen. Lassen Sie die Kamera gerne an, dann können wir nämlich sehen, wie Sie resonieren auf das, was wir hier vortragen. Das ist ein bisschen schöner, als in diese schwarzen Kacheln zu blicken. Und wie gesagt, in der Aufzeichnung sind Sie dann auf jeden Fall nicht zu sehen.
Weil jetzt gerade jemand auch schon eine Hand gehoben hat, dass diese Funktion gibt es ja jetzt bei Zoom, aber auch das machen wir nicht während dem digitalen Impuls, dann gerne im Lagerfeuer danach. Wenn es eine Frage gibt, posten Sie die einfach in den Chat. Dann kann meine Kollegin, also vor allem bei technischen Fragen, kann meine Kollegin vielleicht weiterhelfen. Ansonsten haben wir für die inhaltlichen Fragen, für die Fragen an die Referentinnen und Referenten ein Tool vorbereitet und damit starten wir jetzt auch in diesen digitalen Impuls. Das ist nämlich eine sogenannte Mentimeter-Abfrage, kennen Sie vielleicht auch aus Ihrem Bildungsalltag. Und da würde ich meine Kollegin mal bitten, genau danke, das in den Chat zu posten, meinen Kollegen den Bildschirm zu teilen. Das funktioniert ganz einfach. Entweder Sie klicken den Link, der im Chat ist, an, dann öffnet sich ein Browserfenster, oder Sie nehmen ein zweites Gerät, geben menti.com und den Code 6064978 ein. Und dann haben Sie die Möglichkeit, oh, Glasgow sehe ich da schon, einzugeben, von wo aus Sie heute teilnehmen. Oh, hier hat jemand rumgekritzelt. Das ist die Zoom-Funktion. Die brauchen wir heute nicht. Das würde ich jetzt auch gleich wieder versuchen zu löschen. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Über Kommentieren haben Sie das wahrscheinlich gemacht. Geben Sie am besten ein zweites Gerät oder öffnen Sie in einem Browserfenster menti.com und dann den Code 60 64978. Und dann haben Sie die Möglichkeit, auch während des Gesprächs, während der Diskussion heute, Ihre Fragen einzugeben, sodass wir die hier mit diskutieren können. So, ich sehe jetzt, 76 Leute haben schon den Weg auf Mentimeter gefunden. Ich glaube, wir können weitergehen zur nächsten Frage. Jetzt wird es auch gleich ein bisschen inhaltlicher. Nämlich erstmal die Frage, in welcher Funktion Sie heute dabei sind. Das ist für uns natürlich oder vor allem für unsere drei Referierenden auch ganz wichtig zu wissen. Dann können wir gucken, ob das, was wir vorbereitet haben, auch vielleicht so ein bisschen zu Ihren Erwartungen passen könnte. Und es ist natürlich auch generell einfach interessant zu wissen, wer heute dabei ist, wer zuschaut. Wir haben einige Lehrkräfte, aber auch Schulleiterinnen und Schulleiter, Oberstufenkoordinatorinnen und Oberstufenkoordinatoren mit dabei. Wenige Personen aus Schulträger- und Schulaufsicht oder die sich da jetzt zugeordnet haben, Wissenschaften, Forschung auch nicht so viel. Ich weiß jetzt gar nicht, Marie, Anne, ob ihr euch da auch mit eingetragen habt. Dann wäre das ja schon die Hälfte von denen, die sich jetzt hier geoutet haben. Aber ich sage ja immer an der Stelle, die, die da sind, sind die richtigen. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei diesem digitalen Impuls mit dabei sind. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Frage. Ich würde nämlich gerne von Ihnen wissen, ich habe jetzt einfach mal von der Webseite der Deutschen Schulakademie herauskopiert, was eigentlich neu an einer neuen Oberstufe sein sollte. Und ich würde gerne wissen, wie gut realisierbar ist in einer klassischen, ich habe das jetzt extra mal in Anführungszeichen gesetzt, in einer klassischen Oberstufe das Folgende: Verantwortungsübernahme der Schülerinnen und Schüler für das eigene Lernen, anspruchsvolle Aufgaben, Verbindung von Theorie und Handlungsorientierung, fächerübergreifende Lernformate, außerschulische Lernexpeditionen, Individualisierung von Bildungsverläufen. Sie haben immer die Möglichkeit von 0, gar nicht bis 10 sehr stark möglich zu voten. Ist natürlich jetzt ein bisschen holzschnittartig, das ist mir schon klar, aber es soll ja ein Stimmungsbild einholen und soll unseren Impulsgebenden die Möglichkeit geben, da vielleicht auch direkt drauf einzugehen und da auch ein Stück weit drauf zu antworten.
Okay, vielen Dank an der Stelle. Also wir sehen, manche Sachen sind vielleicht ganz gut möglich, andere weniger. Man sieht hier im Hintergrund, was so aussieht, so ein bisschen wie so eine Bergkette, das ist die Verteilung ihrer Stimmen. Da sieht man, dass sich das teilweise sehr stark unterscheidet in der Wahrnehmung, aber teilweise auch sehr nah beieinander ist. Bin gespannt, was jetzt unsere Expertinnen und Experten gleich aus Wissenschaft und Praxis darauf hin sagen. Die nächste Folie, Florenz, bitte. Und jetzt interessieren mich Ihre Ideen für die Oberstufe der Zukunft. Da haben Sie die Möglichkeit, Twitter-like einfach in wenigen Zeichen einzugeben, was Ihnen denn wichtig ist. Lernbüros, mehr Projekte, veränderte Prüfungsformate. Keine Angst, ich werde nicht alles vorlesen, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Das sieht man auf jeden Fall. Es gibt viele Profis hier. Vielleicht, Florenz, kannst du dann so ein bisschen auch nach unten scrollen. Abitur im eigenen Takt sehe ich hier. Neue Prüfungsformate mit lebensrelevanten Handlungsprodukten. Veränderte Rahmenbedingungen durch KMK. Mehr Projekte, individuelle Bildungswege, Open-MOOC-Prüfung gleich konkret, jahrgangsübergreifendes Arbeiten, mehr Agilität, Projektphasen veränderte Prüfungsformate. Projektphasen veränderte Prüfungsformate, das ist ja ein, wie sagt man, eine Alliteration. Flexible Laufbahnentscheidung, G12 versus G13. Selbstbestimmtes Lernen, veränderte Prüfungsformate. Wow, da kommt ja echt eine ganze Menge schon zusammen. Ich glaube, das ist wirklich ganz viel Futter dann auch für die Diskussion. Kompetenzen entkoppelt von festen Inhalten, Balance aus Individualisierung und Gemeinschaft, zeitgemäßes Unterrichten, selbstorganisiertes Lernen, Lernexpeditionen, individuelle LZ, wahrscheinlich Lernzeiten. SchülerInnen bereiten sich selbstorganisiert mit gezielter Unterstützung durch die Lehrkräfte auf das Abitur vor. Wow, da kommt ja echt eine ganze Menge zusammen. Verringerung des Abstandes zur Universität, Vermeidung von Nullsemestern. Nullsemestern kenne ich nicht, aber vielleicht kommen wir in der Diskussion ja noch darauf. Fächerverbindendes Lernen, veränderte Prüfungsformate, größere Wahlfreiheit bei Fächern und Fächerkombinationen. Wow, und wir sind noch lange nicht am Ende. Vielleicht scrollen wir mal nach unten durch. Zeit in Großbuchstaben, wahrscheinlich nicht die Marke, sondern einfach mehr Zeit für das Lernen. Kooperatives Lernen, lebensnahe und fächervernetzende Arbeit. Gemeinsames Lernen im Einklang mit der Idee zum Lernen im eigenen Takt, keine Vereinzelung, Ausrufezeichen. Langzeitklausuren abschaffen, projektförmig lernen. Wow, das ist echt eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Friday für Bildung, für nachhaltige Entwicklung, Schwerpunktsetzung über Kompetenzen. Ich würde sagen, an der Stelle, und ich danke jetzt allen 125 Personen, die hier ihre Ideen mit eingebracht haben. Ich konnte jetzt natürlich nicht alles vorlesen, aber keine Angst, wir werden das sichten im Nachgang. Das ist jetzt auch hier gespeichert und vielleicht können unsere Referentinnen und Referenten da nochmal drauf eingehen. Ich bedanke mich an der Stelle bei Ihnen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer für diesen guten Auftakt. Lassen Sie am besten Ihr Zweitgerät oder das Browserfenster offen, weil jetzt verändert sich gleich die Mentimeter-Anzeige und Sie können über Mentimeter direkt Ihre Fragen zur Diskussion mit eingeben. Da steht Öffnen Q&A. Wenn Sie auf Öffnen Q&A klicken, haben Sie jetzt die Möglichkeit, während der Impulse, die wir gleich hören, Ihre Fragen einzugeben. Sie haben auch die Möglichkeit, die Fragen von anderen per Daumen hoch zu bewerten, sodass wir sehen, welche Fragen jetzt für viele Leute von Interesse sind. Und das sind dann natürlich auch die Fragen, die ich versuche, in die Diskussion einzubringen. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen die gesteuerte Interaktivität. Das hängt auch damit zusammen,
dass wir den digitalen Impuls aufzeichnen. Dann im Anschluss beim Lagerfeuer haben Sie auch nochmal die Möglichkeit, wirklich ganz direkt in Austausch mit unseren Referentinnen und Referenten zu gehen. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon, das virtuelle, sozusagen an Anne Slifka und an Ihre Kollegin Marie Roth für eine wissenschaftliche Perspektive auf das Thema. Hier hat jemand das Screensharing gestartet, der es, glaube ich, gar nicht starten sollte. Das kann man vielleicht wieder beenden. Dankeschön, Florenz. Und aber vielleicht können wir mal Anne und Marie in den Spotlight bringen. Ich kann an der Stelle vielleicht noch erzählen, ich erinnere mich, als ich selbst in der Oberstufe war, tatsächlich an eine, ich glaube, fünfstündige Zugfahrt mit Anne Slifka. Wir waren gemeinsam auf einer Veranstaltung, ich als Schülersprecher, sie damals schon als Professorin. Und das war für mich sozusagen neue Oberstufe in einer Zugfahrt, weil ich glaube, ich habe in der Schule selten so viel gelernt, wie ich da in dieser einen Zugfahrt gelernt habe. Das vielleicht als biografische Notiz am Rande. Ist jetzt auch schon Jahrzehnte her, muss man sagen. Mir sieht man es an, Anne dir noch nicht. Anne und Marie übernehmt jetzt. Ja, genau. Jetzt sieht man mich. Ich glaube, die Marie noch nicht, richtig? Ich würde dann jetzt den Bildschirm teilen. Ja, schön, dass wir hier heute am späten Nachmittag da sein können. Also Marie Roth, meine Mitarbeiterin aus Heidelberg, Lehramtsstudentin im Master of Education und begeisterte Pädagogin, kann man, glaube ich, so sagen, Marie, oder? Eine, die von Anfang an wusste, dass sie unbedingt Lehrerin werden möchte, glaube ich. Genau, und wir haben den Fokus gelegt auf die internationalen Entwicklungen und ich teile jetzt mal gerade meinen Bildschirm. So, das kann man sehen, oder? Gut. Wir haben nur eine Viertelstunde Zeit. Deswegen haben wir entschieden, dass wir auf die internationalen Entwicklungen fokussieren. Wir haben eine relativ umfangreiche Recherche, auch in Vorbereitung von dem Forum, das im März stattfindet, Forum Neue Oberstufe, erstellt. Und wir werden jetzt so ein paar Spotlights werfen auf einige Phänomene. Und wir nehmen sie mit quasi fast um die Welt, muss man sagen. Wir haben einige Länder ausgewählt. Heute sind es überwiegend englischsprachige Länder. Wir schauen in die USA, nach Australien, nach Neuseeland. Wir schauen nach Finnland und nach Irland. Das sind die fünf Länder. Und wie gesagt, das sind nur kurze Spotlights. Unsere Themen sehen Sie hier. Es geht um neue Lehr-Lernformate in der Oberstufe und es geht um die Flexibilisierung innerhalb der Oberstufe. Und weil wir nur 15 Minuten Zeit haben, gehe ich gleich weiter. Ups, so. Genau, wir gehen erstmal nach Australien an die Australian Science and Mathematics School. Das ist eine staatliche Schule, also keine private Schule. Es ist allerdings eine Schule, die gegründet wurde, gezielt um die Jahrtausendwende geplant, mit dem Ziel, eine 21st Century School zu sein. Sie spricht Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Provinz Südaustralien an. Es ist eine reine Oberstufenschule. Die Schule ist anders, als man vielleicht denkt, wenn man den Namen hört, ist es keine Schule für Schülerinnen und Schüler mit Hochbegabung, sondern es ist eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler, die sich für Mathematik und Naturwissenschaften begeistern können. Und der Einstieg ist bewusst niedrigschwellig in diese Schule, weil Südaustralien hat das Problem, das viele Länder der Welt haben, wir ja auch, dass man eigentlich zu wenig Schülerinnen und Schüler für die MINT-Berufe begeistern kann. Und deswegen ist es eigentlich offen für alle, die sagen in Klasse 8, ja, ich kann mir das vorstellen, an eine Schule zu wechseln, in der der Fokus auf MINT liegt. Und die einzige Bedingung ist, dass man eine Woche dort hospitiert und am Ende hat man dann ein Gespräch und entscheidend für den Wechsel an die Schule ist die Motivation, an dieser Schule zu lernen. Und das ist ein ganz besonderes Lernen, denn es ist ein Lernen, das sehr, sehr projektorientiert ist und auch interdisziplinär angelegt ist, in sehr aufwendig gestalteten Projekten.
Und man sieht hier oben diese Grafik, das sind die Projektphasen, die man durchläuft in den Klassen 10 und 11. Die 12, die sieht so ein bisschen anders aus, aber das sind hier die Phasen und man sieht Sustainable Futures, da geht es also um Erneuerbarkeit, Truth and Perception, da geht es um Fake News und all die Themen, die uns interessieren, also eher in Richtung Psychologie und Kognitionswissenschaft oder auch Earth and Cosmos, Order from Chaos, das sind alles interdisziplinäre Projekte aus dem Bereich der Naturwissenschaften, wo aber eben auch die Geisteswissenschaften mit reinspielen. Und die Projekte sind sehr aufwendig designt. Die haben teilweise 1,5 Jahre Vorlauf. Das heißt, bevor so ein neues Projekt angefangen wird, sitzen die Lehrkräfte in Teams zusammen 1,5 Jahre und machen das Design dieser Projekte. Die sind auch alle abgebildet in einer digitalen Lernplattform 24/7, also immer zugänglich für die Lernenden. Und es werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in das Design dieser Sequenzen, die dauern immer mehrere Wochen, mit einbezogen. Genau, und man könnte jetzt ganz, ganz viel zu dieser Schule sagen, weil wir an dieser Schule unglaublich viel gelernt haben. Also das, da kann man wirklich sehen, wie die Zukunft des Lernens aussieht. Aber ich glaube, wir müssen schon weiterspringen zur nächsten Schule. Und ups, ja, das ist die High Tech High in San Diego. Das ist nicht nur eine einzelne Schule, sondern das ist ein Schulverbund. Das sind sogenannte Charter Schools, das heißt, die sind staatlich finanziert, aber privat organisiert. Das ist ein spezielles Modell in den USA, das man geschaffen hat, um Innovation ins Schulsystem zu bringen, dass man quasi eine staatliche Finanzierung mit einer privaten Organisation verknüpft. Und auch die High Tech High, die ungefähr so alt ist wie die ASMS, ist eine Schule, die ganz auf projektorientiertes Lernen setzt und man sieht es auch in den Räumlichkeiten. Das ist keine Schule, die den Fokus auf Naturwissenschaften hat, sondern die ist sozusagen breiter aufgestellt. Und es gibt hier an der Schule auch sehr viele interdisziplinäre Projekte, in denen Natur- und Geisteswissenschaften zusammenwirken. Und das Modell ist etwas anders als an der ASMS, weil die Projekte immer wieder auch neu konzipiert werden. Also in der ASMS wird eine Projektsequenz, die gut funktioniert, mehrere Male, also mit mehreren Jahrgangskohorten gemacht. Und hier ist es, glaube ich, so, dass etwas flexibler, etwas dynamischer ist. Aber mir scheint das ASMS-Modell ausgereifter zu sein. Da wären wir jetzt schon bei einer Diskussionsfrage, können wir vielleicht auf später verschieben. Aber ASMS zeigt, dass man wirklich sehr viel Arbeit in wirklich gute Projekte stecken muss und dass man wirklich gute Projekte in der Oberstufe nicht einfach ad hoc machen kann, sondern dass das eine Designaufgabe ist, wo man auch wirklich Zeit und auch viel Grips reinstecken muss, damit es gelingt. Genau. Und, ups, ich bin hier immer. So, dann kommen wir zum Rolleston College in Neuseeland. Das ist eine ganz neue Schule, auch eine staatliche Schule auf der neuseeländischen Südinsel in Christchurch. Gestern war der traurige Jahrestag des Erdbebens von Christchurch. Vor genau 10 Jahren hat in Christchurch die Erde gebebt und es sind 140 Menschen dort gestorben, was für Neuseeland ein großer Schock war, weil die haben die erdbebensichersten Gebäude auf der ganzen Welt. Und darauf sind sie auch stolz, aber das war eben ein sehr, sehr, sehr starkes Erdbeben und ein ganzer Stadtteil mit 8000 Menschen musste umgesiedelt werden. Und in diesem Stadtteil, der umgesiedelt wurde, ist diese neue Schule entstanden, das Rolleston College. Und dort hat man einen Schulleiter gesucht über ein internationales Suchverfahren und der hatte dann ein Jahr Zeit, um mit seinem Team das Konzept für die Schule zu machen. Und auch die Gebäudeplanung wurde sehr bewusst gemacht. Das ist eine Schule, die nach dem Prinzip des Universal Design funktioniert und zwar sowohl architektonisch als auch pädagogisch ist diese Schule voll inklusiv. Auch über diese Schule kann man ganz, ganz viel sagen. Die ist sehr komplex, die Organisation, also viel komplexer, als wir uns das vorstellen können. Die sind zum Beispiel in 4 Häusern organisiert, die auch gegeneinander in Wettbewerben antreten und so weiter. Es ist aber eine Schule für alle. Und interessant an der Schule ist, dass sie 3 unterschiedliche Hülsen geschaffen haben, nämlich Selected Learning, Connected Learning und ACO-Learning. ACO kann ich jetzt nicht erklären, das führt zu weit. ACO ist der neuseeländische Maori-Begriff für Lernen, das heißt nämlich geben und nehmen. Also Lernen in der Maori-Sprache, Te Reo, ist das Äquivalent von geben und nehmen.
Und in ACCU werden eigentlich die Basiskompetenzen aufgebaut. Was uns interessiert, ist vor allem Selected Learning und Connected Learning. Connected, wie der Name schon sagt, ist ein fächerübergreifendes, projektorientiertes Lernen. Und die Schülerinnen und Schüler haben sehr viele Wahlmöglichkeiten, sich ihr Connected-Projekt für das jeweilige Trimester auszuwählen. Und Selected Learning ist eigentlich der Wahlpflichtunterricht. Und auch da sieht man, gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und es passt eigentlich perfekt zu dieser inklusiven Schule, weil durch diese inklusive Schule sehr viele unterschiedliche Wege führen. Das heißt, die Schule arbeitet durch die vielen Wege, die sich dadurch gehen lassen, durch diese Schule, gleichzeitig sehr teamorientiert und auch sehr individualisiert und personalisiert. Okay, und jetzt müssen wir, glaube ich, schon weitergehen zu der Frage der Flexibilisierung. Das heißt, ich springe jetzt sozusagen von diesen neuen Lernsettings zu der Frage, wie lässt sich Oberstufe flexibilisieren? Und da haben wir im Grunde zwei große Prototypen, die wir international sehen aktuell. Wir nennen das so die Flexibilisierung vor der Oberstufe und die Flexibilisierung in der Oberstufe. Und das ist eine Diskussion, von der wir glauben, dass die sehr relevant werden wird in Deutschland in den nächsten Jahren. Welche Modelle bieten sich eigentlich an? Unser Eindruck ist, da wird ja Friedemann Stöffler noch viel ausführlicher drauf eingehen, dass die ganze Diskussion der letzten 10, 15 Jahre zu G8, G9 sehr unausgereift war. Also dass wir im Grunde nicht tief genug reflektiert haben, weil jetzt haben wir einen Flickenteppich aus verschiedenen Konzepten. Teilweise gibt es das G8 noch, viele Länder sind zum G9 zurück, aber im Grunde müssen wir eine ganz andere Diskussion führen. Und die haben wir eigentlich nie geführt. Das ist so der Punkt, den wir machen wollen. Und das irische Modell ist das sogenannte Transition Year. Man sieht es hier, das ist so ein Zwischenjahr zwischen der irischen Mittelstufe und der Oberstufe. Und was das Transition Year unterscheidet von unserem Schulangebot ist, dass das sehr flexibel gestaltet werden kann. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und Schulen gestalten das Transition Year auch unterschiedlich, bilden auch unterschiedliche Profile im Transition Year. Man hat auch im Transition Year die Möglichkeit, zum Beispiel längere Berufspraktika zu machen. Es können Basiskompetenzen nochmal gestärkt werden im Transition Year, bevor man in die Oberstufe geht. Es findet viel Lernen auch an außerschulischen Lernorten statt und sehr viele Aktivitäten, die Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen. Wir werden beim Forum Neue Oberstufe auch noch das dänische Modell vorstellen, nämlich die Afterschoolen. Das ist noch ein anderes Modell, was aber dem irischen nicht ganz unähnlich ist. Also sowohl Dänemark als auch Irland haben da interessante Konzepte entwickelt. Und jetzt wollen wir zum Abschluss noch auf Finnland eingehen. Und da übernimmt Marie, weil das finnische Modell ist sehr, sehr flexibel und das ist auch schon lange Zeit sehr flexibel. Allerdings ändert es sich jetzt gerade wieder und ich glaube, Marie ist die Einzige wahrscheinlich in ganz Deutschland, die auf dem aktuellen Stand ist, wie sich Finnland schon wieder verändert. Das ist irgendwie der gemeinsame Nenner von allem, was man aus Finnland mitbekommt, ist, dass sie ständig sich am Verändern sind und das unterscheidet sie, glaube ich, auch von uns. Ich übergebe dich, Marie. Ja, danke schön. Und zwar möchte ich dabei auch an Punkte anknüpfen, die Sie gerade schon während des Brainstormings tatsächlich genannt hatten, beispielsweise Module oder auch Dauer der Oberstufe. Ein neuer Flexibilisierungsmechanismus, der nun nämlich eingeführt werden soll, und zwar im August diesen Jahres, sind die sogenannten Study Units. Die Funktion dahinter müssen Sie sich wie folgt vorstellen. Sie haben auf der nationalen Ebene ein Kerncurriculum und in diesem Kerncurriculum sind gewisse Fächer festgelegt und innerhalb dieser Fächer wiederum Module. Bei den Modulen gibt es verpflichtende Module einerseits und andererseits auch Module, die frei gewählt werden können. Auf lokaler Ebene, also in der Schule, haben Schülerinnen und Schüler nun die Möglichkeit, aus diesem Modulkatalog auszuwählen und sich auf Basis dessen ihre Study Units oder ihre Lerneinheiten eigenständig zu gestalten. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise passieren. Und zwar kann es einmal inhaltlich variieren, aber auch von der Gewichtung der unterschiedlichen Units.
Ich möchte Ihnen dazu einige Beispiele geben und Sie können das hier auch auf der Übersicht einmal nachvollziehen. Es gibt einerseits die Möglichkeit, dass innerhalb eines Faches unterschiedliche Module genommen werden und miteinander verknüpft werden, die verpflichtend sind. Das kann aber auch für Module passieren, die nicht verpflichtend sind und sozusagen frei wählbar sind, sodass Schülerinnen und Schüler hier interessenbasiert beispielsweise vorgehen können. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, diese Units interdisziplinär zu gestalten, indem unterschiedliche Module von Fächern miteinander kombiniert werden. Schülerinnen und Schülern wird dazu die Freiheit gegeben. Das einmal zum Inhalt. Von der Gewichtung her ist es so, dass während der gesamten Oberstufenzeit mindestens 150 Kompetenzpunkte gesammelt werden müssen. Und je nachdem, wie komplex diese Study Units gestaltet werden und ausfallen, kann eine unterschiedliche Punktzahl entsprechend erreicht werden. Sprich, komplexere Units werden dann eben mit mehr Punkten bemessen und fließen dann ein. Wenn ich Ihnen das nun sage, können Sie sich vielleicht schon vorstellen, dass je nachdem auch die Dauer der Oberstufe variieren kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben leistungsstarke Schülerinnen und Schüler, die in relativ kurzer Zeit die Punkte eben gesammelt haben. Dann ist es so, dass Ihnen in Finnland die Möglichkeit gegeben wird, bereits nach 2 Jahren die Oberstufe abzuschließen. Und im Gegensatz haben Schülerinnen und Schüler, die aus unterschiedlichen Gründen mehr Zeit benötigen, um die Punkte zu sammeln, auch die Möglichkeit, die Oberstufe nach 4 Jahren zu beenden. Im Vergleich dazu müssen Sie wissen, dass es ursprünglich so geplant ist, dass die Oberstufe in 3 Jahren beendet werden kann. Also Sie sehen hier, es ist in beide Richtungen da eben Luft und Möglichkeit zur Flexibilisierung. Und in der Tat macht auch die Flexibilisierung bei der Prüfungsanzahl letzten Endes zum Abschluss keinen Halt. Denn neben den 4 Pflichtprüfungen, die unbedingt abgelegt werden müssen, gibt es auch hier die Möglichkeit, dass Schülerinnen auf Basis von Interesse, Begabung etc. freiwillig Prüfungen ablegen können. Das hängt natürlich auch damit zusammen, welche Inhalte sie dann in den Study Units bearbeitet haben. Aber diese Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Und auch hier, trotzdem es eben eine Abschlussprüfung ist, kann auch flexibilisiert werden. Genau, damit würde ich es wieder zurückgeben an dich, Anne. Ja, prima. Ja, soweit ist es das auch schon von unserem Input her. Vielleicht machen wir einfach nochmal deutlich, dass wir 2 Bereiche sehen, in denen wir eben den Diskurs über Änderungen in der Oberstufe auch befruchten möchten. Das ist einmal die Frage, wie verändert sich die Lernkultur in der Oberstufe? Wir haben ja schon gesehen bei der Mentimeter-Abfrage, das geht ja alles in die Richtung, die wir auch, glaube ich, versucht haben darzustellen, nämlich viel mehr Kollaboration auf der Lehrkräfteebene, komplexere Projektphasen und veränderte Prüfungsformate. Das wäre also so der eine Strang. Und der andere Strang, der vielleicht politisch deutlich schwieriger umsetzbar ist, ist die Frage der Flexibilisierung der Oberstufe. Und da stellt sich die Frage, Flexibilisierung vor der Quali-Phase ist wahrscheinlich relativ einfach möglich, wobei auch da in Deutschland noch nicht so gute Konzepte vorliegen aus unserer Sicht, wie das möglicherweise international der Fall ist. Flexibilisierung in der Quali-Phase und nach hinten raus wahrscheinlich politisch schwieriger umzusetzen, aus unserer Sicht aber auch sehr, sehr interessant und absolut sinnvoll, das auch zu diskutieren. Und genau diese Fragen wollen wir diskutieren beim Forum Neue Oberstufe, das eben im März stattfindet. Ich glaube, Vincent, du hattest schon darauf hingewiesen. Wird vielleicht später nochmal aufgegriffen. Okay, vielleicht soweit erstmal von uns. Vielen, vielen Dank, Anne und Marie, für diesen, ja, ich sage jetzt mal kursorischen Überblick über Entwicklungen in anderen Ländern, in anderen Bildungssystemen, der uns jetzt ja doch wahrscheinlich mit einigen Fragezeichen auch zurücklässt, nämlich in der Hinsicht, was davon und wenn ja, wie in unserem Bildungssystem in Deutschland umgesetzt werden kann. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung an den Experten für die Reform der Oberstufe, Friedemann Stöffler, der ein Innovationslabor mit ganz vielen Schulen zu dem Thema geleitet hat, glaube ich, sehr viel versucht hat auszuprobieren
in der Praxis. Friedemann, ich übergebe jetzt einfach an dich das Wort. Verweise aber vorher nochmal auf menti.com, auf die Möglichkeit, dort Fragen zu stellen, dass wir dann im Anschluss bei der Gesprächsrunde zu beiden Impulsen auch Ihre Fragen sozusagen mit berücksichtigen können. Ich glaube, Friedemann müsste jetzt noch in den Spotlight. Okay, gut. Ja, wunderbar. Also, herzliche Grüße von mir aus Tübingen. Ich habe jetzt bewusst keine Präsentation gemacht. Meine wichtigen Aspekte meines Vortrags das können wir alle nachlesen, wenn man will, unter www.flexible-oberstufe.de. Die ist jetzt gerade auch schon mal eingeblendet worden. Aber können wir auch jetzt einfach mal zuhören und es dann später nachlesen. Jedenfalls, dass man da dann die wichtigen Punkte dazu findet. Ja, Marie und Anne, ihr habt ja in hervorragender Weise schon mal die Vorlage geliefert, um die Fragestellungen, um die es eigentlich uns jetzt in Deutschland auch geht, zu thematisieren. Wir haben ja schon vor 8 Jahren mal angefangen mit dem Versuch, Abitur im eigenen Takt zu entwickeln, Modelle zu schaffen und auch zu gucken, was man davon umsetzen kann in einem Schulversuch und sind da ja bis jetzt eigentlich gescheitert zurzeit. Nur um das mal klar zu machen, sind wir eben mit einer großen Gruppe dran. Das sind 14 Schulen. Vincent hat schon darauf hingewiesen, 14 Schulen aus ganz Deutschland, die versuchen, Modelle zu entwickeln, wie auch unter den gegebenen Umständen Flexibilisierung innerhalb der Oberstufe möglich ist. Gehe da nachher noch ein bisschen drauf ein, aber nur so ganz holzschnittartig eben auch, wie man das in einer Viertelstunde hinkriegen kann. Und da sind wir jetzt ziemlich am Ende. Wir sind gerade dabei, die Ergebnisse zusammenzuschreiben und im Herbst wird es dann ein Buch im Belz Verlag geben mit dem Titel Die flexible Oberstufe. Bloß, dass man auch das schon weiß, es gibt dann da noch mehr ausführlichere Dinge dazu mit ganz spannenden, unterschiedlichen Beiträgen. Wir haben auch das gemerkt, was Anne schon angesprochen hat, dass es eigentlich dieses Thema für uns zwei große Schwerpunkte hat. Das eine ist, als Schule und als Schulträger und als Bundesland auch zu entdecken, welche Möglichkeiten es im bestehenden System gibt, trotzdem flexibel zu arbeiten, obwohl eigentlich der Freiraum, den Marie zum Beispiel von Finnland geschildert hat, für uns ja in der Form nicht vorhanden ist. Und der zweite Aspekt, der war aber uns genauso wichtig wie damals schon bei Abitur im eigenen Takt, die Frage zu stellen, wie eigentlich, ja, das ist eine politische Frage, wie müsste eigentlich ein System geschaffen sein? Und wir wollen da auch unsere Bildungspolitikerinnen und Politiker nicht entlassen aus dieser Verantwortung, nämlich sie dieser Frage zu stellen. Was wäre denn für uns auch in Deutschland ein angemessenes System? Wie sollte die Oberstufe sinnvollerweise organisiert sein? Und wir haben den Eindruck, ja, in Deutschland geht fast alles, was in Bildung möglich ist. Auch Anne hat darauf schon hingewiesen. Wir können in der Grundschule früher einschulen. Wir können die Grundschule in einer gewissen Zeit flexibel durchlaufen. Wir können in Sek 1 wir haben Möglichkeiten, das in unterschiedlicher Zeit zu durchlaufen, unterschiedliche Prüfungsformate zu haben, auch wenn es da auch mehr Reglementierung gibt, als es in anderen Schulen gibt. Wir können nachher im Studium unsere Prüfungen sukzessive ablegen. Wir können auch die Zeit, wie wir eine Prüfung ein Studium organisieren, flexibel gestalten. Aber es gibt einen Knackpunkt. Und das heißt, die Oberstufe selbst, insbesondere die Qualifikationsphase der Oberstufe, muss in 2 Jahren von allen absolviert werden. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Und zumindest in 2 Jahren die angerechnet werden. Also ich kann ein Jahr wiederholen, dann werden aber auch nur 2 Jahre angerechnet von meinen Leistungen. Und ich muss eine zentrale Abschlussprüfung machen, die für alle gleich ist, zum gleichen Zeitpunkt in allen Fächern. Das ist eigentlich, kann man schon eine Frage stellen, warum ist es so? Und wenn wir jetzt überlegen, es gibt ja eine neue Ländervereinbarung seit dem 15. Oktober von 2020, die von den Kultusministern selber, die sie selber feiern als Meilenstein, als historischer Tag für die Bildung, die zu mehr Einheitlichkeit in Deutschland führen soll. Und mit dem Zitat von der damaligen Präsidentin Frau Hubig, die sagt, die Menschen haben den Wunsch nach mehr Einheitlichkeit bei der Bildung und diesem Wunsch kommen wir nach. Ich frage mich, was da eigentlich vorgeht in Deutschland an der Stelle.
Also ich betrachte das auch als einen Meilenstein, der da passiert ist. Nur die Frage, ist es ein Meilenstein nach vorwärts oder ist es ein Meilenstein rückwärts, der da geschehen ist? Und aus meiner Sicht ist eigentlich ein Meilenstein nach hinten, man ist rückwärts gegangen. Man hat mehr Einheitlichkeit, also vielleicht mal vorweg, natürlich ist klar, wir sind uns einig darin, dass es, wir wissen müssen, was kann ein Schüler oder eine Schülerin, wenn sie das Abitur hat. Wir müssen Klarheit haben, auch in Deutschland auch eine Diskussion führen, welche Kompetenzen brauchen unsere Schülerinnen und Schüler, wenn sie nachher ins Studium oder in die Wirtschaft oder in eine andere Ausbildung eintreten. Und darüber Standards zu haben und Kompetenzen zu haben, an denen wir uns festhalten und die für alle Schülerinnen und Schüler wichtig sind, das halte ich für eine wichtige Diskussion und auch eine wichtige Zielrichtung. Weil gerade bei uns ja das Abitur dadurch charakterisiert ist, dass es den Zugang zur Hochschule in allen Fächern ermöglicht und eben nicht nochmal zusätzliche Eingangsprüfungen an der Universität gemacht werden müssen. Aber die Frage ist, muss der Weg, den wir dorthin gehen, muss der denn überall gleich sein? Als ein Verkehrsteilnehmer habe ich ein Interesse, dass alle, die den Führerschein besitzen, die Straßenverkehrsordnung und ihr Vehikel beherrschen. Mir ist dabei nicht wichtig, ob einer dazu 8 Fahrstunden gehabt hat oder 25. Mir ist auch letztlich egal, ob einer einmal, zweimal, dreimal durch die Fahrprüfung gefallen ist und am Ende es geschafft hat. Mir ist wichtig, dass die Qualifikation vorhanden ist, die es ihm ermöglicht, nachher ein Fahrzeug im Rahmen der Straßenverkehrsordnung einigermaßen vernünftig zu führen. Und genau der Punkt erscheint mir in Deutschland auf einer falschen Ebene, wird über die Frage nach dem, was Gerechtigkeit ist und wie Vergleichbarkeit erreicht werden kann, auf einer falschen Ebene diskutiert. Ich möchte nur einen kleinen Exkurs machen, wenn ich mal an die Corona-Zeit denke. Ich habe einige Kinder, die auch im Schuldienst sind, wo dann sie in der Aufsicht waren von Schülerinnen und Schülern, die die Notbetreuung hatten und ihnen als Lehrerinnen verboten wurde, mit ihnen Unterricht zu machen. Weil man gesagt hatte, damit ist nicht mehr vergleichbar mit denen, die zu Hause gearbeitet haben. Also es ist eine verrückte Diskussion um das Thema Vergleichbarkeit bei uns, wo wir sagen müssen, gleich ist, wenn alle gleich viele Stunden gehabt haben. Vergleichbar ist es, wenn alle in 2 Jahren das gemacht haben. Vergleichbar ist es, alle nach 2 Jahren gemeinsam eine Prüfung machen. Das ist also, uns interessiert kein Elternteil, würde fragen, in wie vielen Semestern hast du eigentlich dein Studium zum Lehramt absolviert? Hast du eigentlich deine beiden Prüfungen zum gleichen Zeitpunkt gemacht für deine beiden Fächer? Und je nachdem, ist es ein besserer oder schlechter qualifizierter Lehrer? Also wir merken, wie absurd eigentlich die Diskussion an der Stelle ist. In der neuen Vereinbarung steht, die Länder gleichen ihre Rahmenvorgaben für die Gestaltung der gymnasialen Oberstufe weiter an. Sie legen bis zum Jahr 2023 eine genaue Anzahl verpflichtend zu belegender und in die Gesamtqualifikation einzubringender Fächer einschließlich ihrer Gewichtung fest. Sie verständigen sich darüber hinaus auf eine einheitliche Zahl an zu wählenden Fächern auf erhöhtem Anforderungsniveau. Des Weiteren verständigen sich die Länder auf einheitliche Regelungen zur Leistungsermittlung in den 4 Schulhalbjahren der Qualifikationsphase. Das ist das Vorhaben, der Meilenstein in die Richtung, in die die Länder insgesamt gehen wollen. Und wir fragen uns, warum in Deutschland an der Stelle diese Flexibilisierung so schwierig ist. Wir würden eigentlich uns wünschen, dass alle Schülerinnen einen Weg bekommen, der für sie der bestmögliche ist, um am Ende diese Qualifikation zu erreichen, dass sie einen vergleichbaren Bildungsabschluss bekommen. Also einer, der mit Fluchterfahrung im Hintergrund hat, ein Hochleistungssportler, jemand, der langzeitkrank ist, jemand, der einen schwierigen familiären Hintergrund hat. Also wir können uns da alle möglichen vorstellen, Leute, die sich bei Fridays for Future engagieren oder auch welche, die nebenher arbeiten müssen. Also es gibt ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen, wo wir sagen, wir wollen all denen ermöglichen, den bestmöglichen Bildungsabschluss für sie selber und für unsere Gesellschaft zu erreichen. Und es ist ja in Deutschland so, ein Schulversuch zum Thema Abitur im eigenen Takt durfte bisher nicht beantragt werden, weil die Hürden so hoch sind. Also zum Beispiel ein Schulversuch, der die Abiturvereinbarung betrifft, muss bei der KMK beantragt werden. Ein Schulversuch kann auch nicht eine Schule beantragen, sondern nur ein Kultusminister selber. Und
Und um einen Schulversuch in der Richtung genehmigt zu bekommen, braucht er in der Kultusministerkonferenz eine Dreiviertelmehrheit. Klarer und deutlicher könnte die Kultusministerkonferenz nicht beschreiben, dass sie eigentlich keine Veränderungen wollen und dass sie eben nicht die Aufgabe sehen, möglichst viel innovative Modelle wahrzunehmen, um nachher zu schauen, wie kommen wir zu einem zukunftsfähigen Bildungssystem. Ich merke jetzt schon, mir läuft die Zeit aus dem Ruder, aber Sie merken, ich bin da an der Stelle ziemlich leidenschaftlich, wenn ich sehe, wie insgesamt das Bildungssystem funktioniert. Es gibt, wenn man es mal genauer betrachtet, gibt es durchaus ja ein paar wenige Möglichkeiten, die viele gar nicht wissen, wie in Deutschland für bestimmte Zielgruppen flexible Möglichkeiten gegeben ist. Zum Beispiel für Hochleistungssportler. Hochleistungssportlerinnen und Sportler bekommen im Rahmen des Nachteilsausgleichs die Möglichkeit einer Schulzeitstreckung. Das heißt, an einer Elite-Schule des Sports in ganz Deutschland, an verschiedenen Schulen, ist es möglich, dass die eben die Qualifikationsphase in 2 bis 4 Jahren durchlaufen, also durchaus Möglichkeiten. Eine einzige Schule, das ist die Elite-Schule des Sports in Potsdam, hat sogar die Möglichkeit des additiven Abiturs, nämlich genau das, was wir mit Abitur im eigenen Takt versuchen zu machen, darf diese Schule machen. Sie hat bis 2019 war das ein Schulversuch, ab 2019 ist es in den Regelbetrieb übergeführt worden für diese eine Schule. Ich frage mich, diese Schule selber ist bei uns unter den 14 Schulen dabei, die hat also auch ein Interesse, es nicht nur für die wenigen Hochleistungssportler, die in internationalen Wettkämpfen tätig sind, machen zu dürfen, sondern auch für die anderen. Also wir sind da durchaus auf dem Weg, wo wir spüren, eigentlich wissen die Leute, es gibt Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die unterschiedliche Wege gehen können sollen. Und warum an der Stelle die Hochleistungssportler die einzigen sind, die hier Nachteilsausgleich bekommen sollen, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Wenn man schon kapiert, dass es so ist, dass es unterschiedliche Wege gibt. Warum dürfen das nicht Menschen, die nebenher zum Beispiel Abitur und Gesellenbrief, ist auch so ein Konzept, das am Fürstwald-Gymnasium praktiziert wird, warum dürfen die das nicht? Die machen Gesellenbrief nebenher. Ja? Die müssten doch auch so eine Schulzeitstreckung bekommen oder andere, die andere ganz andere Dinge machen. Also die Frage ist, wie können wir hier ein flexibles System bekommen? Ich möchte jetzt auf diese Frage nicht mehr weiter eingehen, auch die skurrilen Geschichten, die da bei uns gelaufen sind im Zusammenhang mit der Antragstellung und die Antworten, die wir da bekommen haben. Ich möchte jetzt noch kurz darauf eingehen, an welchen Stellen wir flexibilisieren können. Und wo ich auch sehe, dass wir, wenn mich die Schullandschaft, ich merke, wir sind hier da eine besondere Klientel, wenn ich sehe, was alle sich für Wünsche geäußert haben für die Oberstufe, dann merke ich, da ist ganz vieles von dem schon drin, was wir auch fordern. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, vieles läuft bei uns in der Oberstufe mit Dienst nach Vorschrift. Wir sehen nicht, welche flexiblen Möglichkeiten dennoch gegeben sind. Ich möchte in ein paar Richtungen das formulieren, ein paar Punkte. Erster Punkt wäre Thema Zeit finden. Ganz viele haben das Thema Zeit gesucht. Da gibt es unterschiedliche Konzepte, insbesondere auch das, was das Dortmund-Konzept darstellt, dass zum Beispiel ein Drittel aller Unterrichtsstunden in Freiarbeit übergeführt werden, auch in der Oberstufe. Und das wird an mehreren Schulen praktiziert und funktioniert ganz gut. Es ist natürlich ein ganz differenziertes Konzept. Man müsste das genauer anschauen, also auch mit der Begleitung der Schülerinnen und Schüler ganz verschiedene Möglichkeiten. Das kann ich jetzt nicht ausführen, aber in die Richtung zum Beispiel zu gehen, Zeit für Schülerinnen und Schüler zu schaffen, um hier selbstständig arbeiten zu können, Schwerpunkte auch setzen zu können, so wie es für sie notwendig ist. Dann ein zweiter Punkt wurde auch schon angedeutet von Anne und Marie, nämlich die Frage Arbeit in Projekten. Wir haben Projektarbeit, wird bei uns sehr stark immer noch so als Orchideengeschichte, als nice to have betrachtet und nicht als Teil des Konzeptes, nicht als Teil des Regelbetriebs in einer Schule. Und da wäre es ganz wichtig, dass wir hier weiterkommen, unterschiedliche fächerverbindende Projekte anbieten, die eben im normalen Stundenplan so verankert sind, dass sie auch die normale Kompetenzen dort erwerben werden für die einzelnen Fächer und auch zur Notengebung natürlich genauso weiter. Ein dritter Punkt wäre der Punkt der Leistungsmessung. Auch da haben wir in Deutschland, dass es möglichst einheitlich ist, möglichst viel auf Klausuren Wert gelegt.
In Wirklichkeit zeigt sich eben darin, dass es auch das sehr fantasielos ist. Es ist relativ leicht, juristisch nachzuweisen. Die haben alle die gleiche Zeit gehabt. Die haben alles gleiche Thema geschrieben. Also ist die Notengebung vergleichbar. Jeder weiß, dass es wirklich nicht stimmt. Und auch da könnte man aber Akzente setzen. Also wir waren beim Juristen auf dem Kultusministerium in Baden-Württemberg und der hat uns gesagt, es ist festgelegt, wie viele Klausuren geschrieben werden müssen. Es ist nicht festgelegt, wie lang sie zu sein haben. Es ist auch nicht festgelegt, wie viel Prozent der Note sie ausmachen. Also das wäre zum Beispiel auch Möglichkeiten, an der Stelle mit Klausuren ganz anders umzugehen. Ich weiß, in anderen Bundesländern ist das zum Teil anders. Ein vierter Punkt wäre natürlich die Einführungsphase zu verändern, da ist flexibel sehr viel möglich. Auch da sehe ich noch nicht so viele Dinge, die da gemacht werden, dass man da wirklich sehr stark auch außerschulisch arbeitet, dass man da Schüler in Praktika schickt, dass man Schülerinnen und Schüler Auslandsaufenthalte einbindet. Da wäre mehr möglich, als gemacht wird. Und ein letzter Punkt, den ich noch insgesamt darstellen will, ist einfach dass wir auch schauen müssen, dass die Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen flexible Laufbahnen dennoch ermöglicht werden. Es gibt da durchaus Möglichkeiten, kreativ umzugehen, mit Erst- und Zweit-, also mit zweitem Nachtermin zu arbeiten, gerade mit Menschen, die krank sind, und das systematisch einzubinden. Da gibt es einige Modelle auch von der Klosterschule in Hamburg und anderes, die ich jetzt nicht mehr ausführen kann, und die Schulzeitstreckung durch die Hintertür ein bisschen zu erreichen, gibt es durchaus auch Möglichkeiten. Also ich rate da zu kreativem Umgang. Wer mehr dann wissen will, muss am Forum dabei sein oder dann später nochmal ins Buch lesen oder auch einfach an mich schreiben. Dann können wir die einzelnen Modelle durchaus noch weiter darstellen. Soweit von mir. Vielen, vielen Dank, Friedemann Stöffler, für diesen Parforce-Ritt. Das wurde ja viel politischer, als ich dachte. Ich hätte dich vielleicht mit der politischen Perspektive ankündigen sollen und gar nicht so sehr mit der Praxisperspektive. Aber wenn ich die Kommentare, sind tatsächlich größtenteils Kommentare eingegeben worden im Mentimeter, so durchlese, dann trifft es auch genau sozusagen das Interesse von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Vielleicht können wir Anne und Marie noch in unsere kleine Gesprächsrunde dazu holen. Florenz, könntest du das machen? Wunderbar. Ich würde die Zeit nutzen, vielleicht jetzt noch die nächsten knapp 10 Minuten, haben wir noch ein paar Fragen hier gemeinsam mit euch diskutieren. Wir sind ja jetzt mittendrin. Wir haben natürlich, Friedemann, du hast es gerade auch gesagt, immer die Möglichkeit zu sagen, mehr dann beim Forum Neue Oberstufe, und da haben wir sicherlich die Möglichkeit, das ist ja eine zweitägige Veranstaltung, auch tiefer auf verschiedene Aspekte nochmal einzugehen. Trotzdem ein paar Dinge, die jetzt auch angesprochen wurden in Kommentaren im Mentimeter, die möchte ich hier auch gerne nochmal in der Runde loswerden, und vielleicht habt ihr ja kluge Antworten oder Ratschläge für die Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören. Eine Sache, und da hast du ja gerade, Friedemann, schon die Möglichkeiten, die es zumindest in Baden-Württemberg auch von den Rahmenbedingungen her gibt, genannt. Wie kommen wir weg von dieser Notwendigkeit, immer wieder Klausuren schreiben zu müssen? Und da würde ich auch noch als zweiten Kommentar, Frage anschließen. Wie kommen wir in Deutschland weg vom Zählen eingebrachte Fächer, Stundenzahlen für Grundkurse, Leistungskurse, Punkte, Bewertung und so weiter? Gibt es da also vielleicht nochmal Ideen, wie man in den bisherigen Rahmenbedingungen das ein oder andere möglich machen kann? Du hast ja schon gerade angefangen, über die Lücken sozusagen, die ihr genutzt habt, zu sprechen. Soll ich mal antworten oder Anne? Ich kann auch was dazu sagen, aber mach du mal. Ja, ich denke, es ist ein Diskurs über die Frage, was ist eigentlich eine valide, reliable sozusagen Prüfungsleistung, und da ist unser Denkhorizont sehr eingeschränkt, ist mein Eindruck. Also wir denken da sehr schmal beim Thema Prüfungsleistung. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so, dass das an den Universitäten in der Lehrerausbildung immer noch so vermittelt wird. Also es gibt diese sogenannten Gütekriterien der Leistungsbewertung. Die muss man ja dann quasi sich auswendig lernen für die Staatsexamensprüfung, oder jetzt ist es ja eher die Masterprüfung. Und der Denkkorridor ist sehr schmal. Und wenn dann diese Gütekriterien zusammenwirken mit dem, was jeder selbst in der Schule erlebt hat,
dann ist genau die Klausur, die alle gleichzeitig schreiben, sozusagen das Ergebnis, was dann dabei rauskommt in den Köpfen. Man muss aber sagen, dass international ja nicht nur in der Oberstufe, sondern insgesamt sich die Definition dessen, was eine gute Prüfung ist und welche Funktion überhaupt eine Prüfung hat, schon merklich geweitet hat. Ja, also wir sehen das an ganz vielen Stellen, nicht nur in der Oberstufe. Zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, Baden-Württemberg, unsere Kultusministerin, die möchte immer die vergleichenden Klassen arbeiten. Das ist so das, was sie sich vorstellt. Und sie glaubt auch, dass das Diagnostik ist. Und jetzt sagen wir als Bildungswissenschaftler, nee, eine vergleichende Klassenarbeit, die am Ende des Schuljahres geschrieben wird, ist keine Diagnostik, sondern eine Diagnostik ist was, was man am Anfang des Schuljahres macht, wenn man noch ganz viel Zeit hat, weil am Ende des Schuljahres hat man ja keine Zeit mehr. Ja, weil nach den Ferien haben die Kinder dann unter Umständen eine andere Lehrkraft, die dann dafür verantwortlich ist. Und dann ist aber das Bild, die müssen das alle gleichzeitig schreiben. Das ist international überhaupt nicht mehr die Realität. Also es gibt da Modelle, wo eine Lernausgangsdiagnostik zum Beispiel digital gestützt über einen Zeitkorridor von 4 Wochen gemacht wird, hochgradig individualisiert. Also das heißt, man nimmt die Kinder oder Jugendlichen individuell raus aus dem Unterrichtssetting und dann werden sie quasi getestet in Form von einer digitalen Diagnostik. Dass das irgendwie gleichzeitig gemacht werden muss, das ist schon weg, die Idee, ja. Oder die Bezugsnorm. Darf ich da mal direkt sozusagen das Wort an Friedemann geben? Wäre das denn heute möglich zu sagen, diese Klausur oder diese Prüfungsleistung schreiben nicht alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der Oberstufe? Es gibt, also man muss immer schauen, man muss kreative Wege suchen. Also zum Beispiel, einen Kollegen habe ich erlebt, der hat es so gemacht, der hat in Politik gesagt, ihr sucht euch ein Thema raus, zu dem ihr schreiben wollt. Ihr sucht euch das Material raus dazu, ihr dürft alles Material nehmen, das ihr habt. Ihr liefert mir das Material vorher ab und dann gibt es eine Klausur und alle schreiben dann die Klausur zu ihrem Thema mit ihren Materialien. Das halte ich für eine intelligente Form, wie sowohl der Modus Klausur einigermaßen funktionieren kann, aber trotzdem individuelle Lernleistungen möglich sind. Ja. Und natürlich gibt es immer auch, es ist zum Beispiel nie vorgeschrieben, wenn ein Schüler fehlt bei einer Klausur, dass er die Klausur als Klausur nachleisten muss, sondern er kann das, also das kann man durchaus mit einer mündlichen Prüfung dann ersetzen. Also von daher gesehen gäbe es auch Möglichkeiten zu sagen, okay, wir machen das ein bisschen durch solche, es sind natürlich irgendwo so Wege zwischendurch zu suchen, aber ich glaube, man muss auch diese Zwischenwege erkennen und ermöglichen. Und gleichzeitig die Frage, wie viel muss es gewichtet werden? Wie stark muss ich die Klausur wirklich gewichten? Manche Länder haben da strenge Vorschriften, manche Länder nicht in Deutschland. Und das ein bisschen schauen, wie kann man damit umgehen. Dann schreibt man eben eine Klausur, kann auch eine Viertelstunde sein. Und dann kann man sozusagen andere Lernleistungen wesentlich stärker. Also ich glaube, was wir besprechen müssen, ist die Frage der Bezugsnormen. Also ich glaube, da steckt sozusagen da steckt das Hauptproblem, dass wir die Bezugsnormen der Leistungsbewertung nicht weiterdenken ins 21. Jahrhundert. Also wenn man das Thema Bezugsnormen und Oberstufe anspricht, dann heißt es immer, ja, ist doch alles schon geregelt, wir nutzen ja die kriteriale Bezugsnorm. Aber aus meiner Sicht wird die kriteriale Bezugsnorm nicht konsequent genutzt, sondern es schwingt noch ganz viel soziale Bezugsnorm mit. Wir haben es ja auch gehört, Friedemann, als wir damals diese Pressekonferenz da gemacht haben, als du die gemacht hast und ich dabei war, und die Diskussion mit den Journalisten war, ja, Abitur im eigenen Takt, es ist ja nicht gerecht. Das war hochinteressant. Also da meldete sich eine Journalistin und die sagte, ja, aber das ist doch nicht gerecht, dass einige das nach 12 Jahren machen können und andere nach 13. Aber das ist ja die Realität in Deutschland. Wir haben ja die Realität, dass einige es nach 12 machen und andere nach 13. Also ist ja das, was wir gerade haben, nicht gerecht, nach deren Logik, ja. Jetzt haben wir aber so ein System wie Kanada, wo man tatsächlich die Prüfung 3-mal wiederholen darf. Und zwar auch noch Jahre später. Ja? Also nehmen wir mal an, man hat eine Art Abi-Prüfung gemacht in Mathe und hat jetzt mal das Äquivalent, sagen wir mal, von 7 Punkten. Ja, das ist ein bisschen anders in Kanada, die Notenskala, aber nehmen wir mal an, man hat 7 Punkte in seiner Abi-Klausur. Da kommt man natürlich in kein Mathe-affines Hochschulfach rein. Ja? Beziehungsweise selbst wenn man reinkommt, ist man ja nicht studierfähig. Also mit 7 Punkten im Mathe-Abi kann ich nicht Mathe studieren und vielleicht auch noch nicht mal Ingenieurwissenschaften oder so, ja. So, jetzt sagen die Kanadier, ja, aber wenn jemand jetzt entscheidet, er will doch Informatik studieren,
zwei oder drei Jahre nach der Klausur, nach der Prüfung, dann kann der die einfach wiederholen. Der kann diese Klausur, diese Prüfung, diesen Teil seines Abiturs wiederholen und der muss dann $150 Prüfungsgebühr bezahlen. Ja, das muss man bezahlen, das kann sich fast jeder leisten, kostet $150. Der Witz ist aber, wenn die Person sich verbessert, kriegt sie die $150 zurück. Nur wenn die Person sich nicht verbessert, muss sie die $150 selber bezahlen. Das ist einfach nur, damit nicht jeder beliebige Mensch die Klausur 10-mal schreibt, ohne sich darauf vorzubereiten. Also das nennt man Anreizsystem in der Ökonomie. Ja. Das gibt es alles längst und das ist eine konsequente Orientierung an der kriterialen Bezugsnorm, weil es geht nicht darum, die Menschen zu vergleichen, sondern den Menschen Wege zu eröffnen, um bestimmte Leistungsniveaus zu erreichen, mit denen sie dann anschließend in ihrem Leben Dinge erreichen können, die ihnen einfach Wege eröffnen, die sie vorher nicht hatten. Und diese Philosophie haben wir noch gar nicht in Deutschland. Wir diskutieren das noch gar nicht. Ja, sehr interessant, auch den Verweis auf unterschiedliche sozusagen Gerechtigkeitsempfindungen oder Gerechtigkeitsdefinitionen. Friedemann hatte ja auch das Bild der Fahrschule. Das fand ich auch ganz eingängig sozusagen. Da käme ja niemand von uns auf die Idee, die Fahrschule in Frage zu stellen, dass sich Gerechtigkeit eben nicht dadurch auszeichnet, dass alle gleich viele Fahrstunden haben, sondern dass am Ende alle einigermaßen zumindest Auto fahren können. Ich habe hier noch eine Frage. Ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, der hier teilnimmt und am Gymnasium unterrichtet. Das werden ja sicherlich einige Kolleginnen und Kollegen sein. Aber eine Frage wurde hier eingegeben, liegt die Reformunfähigkeit in Bezug auf die Oberstufe vielleicht auch an der Reformunwilligkeit der Gymnasien? Und als zweite Frage können wir vielleicht noch anschließen, wo finde ich sie? Wieso hört, jetzt finde ich die Frage natürlich nicht, hier, Standards über vergleichbare Abschlüsse sind unerlässlich, aber warum endet im Verständnis der Bildungspolitik das Primat der Individualisierung schon beim Eintritt in die Oberstufe, vielleicht in dieser Kombination? Also ist das Gymnasium und ist die Reformunfähigkeit des Gymnasiums oder vielleicht auch der Unwillen der Politik, das Gymnasium anzupacken, eine Herausforderung für das Thema der neuen Oberstufe? Das ist nämlich genau das gegenteilige Problem. Und da müssen wir, glaube ich, die Politik packen. Wir haben nämlich Studierende, das sehe ich ja an der Universität, wo ich sagen würde, die sind eigentlich nicht studierfähig. Ja? Die sind nicht in der Lage, schlüssige Texte zu schreiben, ja? Oder ihre Ideen wirklich strukturiert zu Papier zu bringen. Ja? Und meine Kolleginnen und Kollegen aus mehr quantitativen Fächern, die sagen das ja erst recht. Ja? Wir haben jede Menge Studierende, die können diese Fächer nicht studieren. Die fangen an, diese Fächer zu studieren, aber die brechen das ab. Ja, also gerade in den quantitativen Fächern sind die Abbrecherquoten ja sehr, sehr hoch. Ja? Das heißt, wir haben doch genau das Problem, dass die Universitäten dann sagen müssen, die sind nicht studierfähig. Entweder wir fangen das auf, indem wir da diese ganzen Zusatzangebote machen, oder wir prüfen die Leute halt knallhart raus. Und mit dem Effekt, dass wir nicht genug Informatiker haben, dass wir nicht genug Physiker haben, dass wir nicht genug von allem Möglichen haben, ja, von allen möglichen Qualifikationen. Und da müssen wir doch ansetzen. Denn jemand, der irgendwie mit einem 3,9er Schnitt irgendwie gerade so durch sein Abi durchkommt und es dann irgendwie hat, ist ja deswegen noch nicht studierfähig. Das heißt, wir können ja die Standards sogar erhöhen durch die Flexibilisierung. Und da kann man die Politik, glaube ich, packen, an dem Punkt. Finde ich eine interessante Perspektive. Ich würde direkt eine Frage anschließen, Anne, aber dann auch noch mal zu Friedemann übergeben zum Thema Gymnasien. Es gibt hier eine andere Frage, die, finde ich, passt jetzt ganz gut zu dem, was du gesagt hast. Gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse über die Studierfähigkeit von AbsolventInnen unterschiedlicher Oberstufenformate, also jetzt sicherlich nicht die Oberstufenformate innerhalb Deutschlands, die Reformoberstufen sind oder so, sondern im internationalen Vergleich. Also jetzt so ein Beispiel wie Finnland, das ihr vorgestellt habt, kann man da eine Aussage treffen, wissenschaftlicherseits, dass eine flexiblere Oberstufe die Studierfähigkeit erhöht? Ich glaube, das kann man im internationalen Vergleich empirisch hart nicht sagen, weil es diese Studien in der Form nicht gibt. Also man muss schon sagen, dass deutsche Abiturientinnen und Abiturienten
als sehr studierfähig gelten, auch aufgrund der breiten Grundbildung, die hinter dem deutschen Abitur steht. Also da müsste man tatsächlich darüber nachdenken. Das würde ich, glaube ich, nicht so schnell aufgeben, weil das ist zum Beispiel was, was ich in England immer wieder gehört habe, dass man in der Oberstufe sich dann auf 3, 4 Fächer begrenzt und nichts anderes mehr macht, außer diese 3, 4 Fächer. Das führt eben auch zu einer Engführung der Oberstufe. Ich glaube, da sind wir zum Beispiel gut aufgestellt in Deutschland. Also es gibt ja Länder, in denen man Mathe komplett abwählen kann in der Oberstufe. Das ist ja bei uns nicht mehr möglich zum Beispiel. Oder dass man auch Deutsch muss man ja machen in der Oberstufe, zumindest in Baden-Württemberg ist es so. Und da würde ich, glaube ich, auch dran festhalten, dass man diese Basiskompetenzfächer, die für die Studierfähigkeit relevant sind, das sind Deutsch, Mathematik und auch Englisch aus meiner Sicht. Das sind 3 Fächer, die sehr, sehr wichtig sind für die Studierfähigkeit, dass man da an Standards festhält. Aber darum herum ist, glaube ich, viel, viel möglich. Ich kann noch was zum Thema Gymnasium sagen. Also interessant ist, dass in den ganzen Projekten, wo ich jetzt gerade da arbeite, auch bei uns in GFLEX, etwa gleich viel Gymnasium, Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen, integrierte Gesamtschulen dabei sind. Also das Bedürfnis, zumindest aus meinem Gefühl heraus, ist in allen Schularten, dass hier die jetzt innovativ denken, dass hier etwas nicht in Ordnung ist und man was verändern will. Vielleicht ist das Beharrungsvermögen in den Gymnasien, das würde ich nicht ausschließen, etwas höher. Aber der entscheidende Punkt ist eigentlich auch da, dass wir in Deutschland immer noch sehr stark in Schultypen denken, indem wir das, was Anne immer sagt, die kriteriale Bezugsnorm zur Entscheidung machen würden, würde auch die Schulform nicht mehr so entscheidend sein für die Frage, wie kommt man zu seinem Abitur und an welcher Schule kommt man zu seinem Abitur. Ich bin nicht dafür, diese Diskussion um die Schulformen zu führen. Ich bin aber dafür, diese Wege streng festzulegen. Es geht eben um flexible Wege und deshalb ist an der Schultyp selber gar nicht mehr so entscheidend. Aber natürlich, diese Diskussion findet politisch statt, indem man sozusagen das Gymnasium stärkt oder irgendwie so festhalten will an dem dreigliedrigen Schulsystem, das es ja faktisch in der Form schon gar nicht mehr gibt. Und gleichzeitig eben auch da spürt man wieder, wie in Deutschland eine rückwärtsgewandte Debatte geführt. Okay, vielen Dank, Friedemann. Ich glaube, da sprichst du auch einem anderen Kommentator hier in Mentimeter aus der Seele, der sagt, Schularten auszuspielen, Gymnasium, Gesamtschule, whatever, billige Strukturdebatte, die nichts weiterbringt. Ich entschuldige mich an der Stelle, aber ich habe nur eine Frage vorgelesen. Finde ich aber auch interessant, nochmal in der Differenziertheit auch, wie ihr das beantwortet habt. Das ist, glaube ich, auch deutlich geworden, dass das nicht unser Anliegen ist, da Schulformen gegeneinander auszuspielen. Ich würde jetzt schließen mit einer letzten Frage an euch dreien, nämlich was erste Schritte hin zu einer neuen Oberstufe oder zu einer Reform der Oberstufe sein könnte angesichts der Zeit. Vielleicht wäre es tatsächlich ganz gut, wenn ihr euch jeweils auf einen Schritt fokussiert, sozusagen, was würdet ihr den Kolleginnen und Kollegen mitgeben als Lehrer, Lehrerin, als Oberstufenkoordinator, Oberstufenkoordinatorin? Womit könnte man morgen oder womit könnte man im nächsten Schuljahr starten, wenn man einen Schritt gehen will hin zu einer neuen Lernkultur in der Oberstufe? Marie, willst du anfangen, weil du hast bisher am wenigsten Redezeit gehabt. Ja, aber ich glaube, ich muss der Frage ein bisschen ausweichen, weil ich eher aus der Perspektive jetzt der Lehramtsstudentin das beantworten würde. Aber vielleicht schauen das Video einige Lehramtsstudierende auch. Ich denke schon, man kann sehr viel auch schon im Studium machen hinsichtlich der unterschiedlichen Aspekte, die jetzt angesprochen wurden. Sei es Perspektiven auf gewisse Dinge, Blickwinkel, Diagnostik, welche Freiräume kann man schaffen, was ist man willens mitzugehen. Wie sorgt man sich auch, also inwiefern will man sich da auch selber weiterbilden, um gewisse Methoden herauszufinden, die man da einsetzen kann, beziehungsweise sich auch eben Sachen abzugucken, die man dann eben vielleicht im Kleinen wirklich in der eigenen Unterrichtsstunde oder in der eigenen Schule umsetzen kann. Genau, also deswegen würde ich auf jeden Fall auch sagen, natürlich in den Schulen kann einiges getan werden, darauf wird bestimmt gleich noch eingegangen, aber was ich jetzt einmal sagen möchte, ist, man kann einige Aspekte auch schon in der Lehrerinnenausbildung, denke ich,
anbringen. Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Ja. Ja, ich sehe zwei Schienen, auf denen wir, glaube ich, aktiv werden müssen. Das eine ist die Schiene, wirklich auch jetzt schon in der Oberstufe Unterricht zu verändern. Und ich glaube, ein Schlüssel, den wir zumindest jetzt so in Heidelberg nutzen, ist tatsächlich kooperative Designprozesse anzuleiten. Also dass Lehrkräfte einfach Oberstufe als kooperative Designaufgabe verstehen. Also ich mag auch diesen Designbegriff, den habe ich irgendwie auch im Ausland aufgeschnappt. Die sprechen so von Lerndesign oder Design for Learning. Und das gefällt mir so als Bild, weil da stelle ich mir irgendwie so drei oder vier Menschen vor, die sitzen um einen Tisch und ja, wie beim Industriedesign, also stellen wir uns vor, die müssen jetzt irgendwie eine neue Teekanne designen und die soll schön aussehen, also die Menschen sollen die schön finden und dann entsprechend auch kaufen wollen. Die soll funktional sein, also man soll sie gut in der Hand halten können, nicht zu schwer. Und die soll auch gleichzeitig den Tee schön heiß halten. Ja, dann hat man so verschiedene Funktionen und dann kommt irgendwie Form follows Function. Und so nach dem Prinzip wird eben an der Australian Science and Mathematics School Unterricht designt. Also so muss man sich das vorstellen. Da sitzen halt 4, 5 Lehrkräfte zusammen und die sagen, wir wollen jetzt was gegen Fake News machen. Und dann überlegen die sich eine Projektsequenz von 30, 40 Stunden Unterricht und sagen so, wir designen jetzt diese Projektsequenz zum Thema Truth and Perception. Und wir gucken, was es in der Psychologie gibt, wir gucken, was es in der Kognitionsforschung gibt, wir schauen vielleicht auch, was es in der Philosophie dazu gibt oder auch andere Fächer. Und das, was wir nicht wissen als Lehrkräfte, da holen wir uns die Expertise von außen rein in den Designprozess. Dann fragen wir ein paar Wissenschaftler, ob die irgendwie Zeit haben, mal eine halbe Stunde mit uns zu reden. Und dann bringen die uns auch nochmal auf Ideen. Und so kommen halt dann diese wirklich komplexen Oberstufenprojekte zustande, die dann sehr aufwendig gestaltet sind und auch hybrid abgebildet sind über eine hybride Lernplattform, wo dann auch Lernvideos etc. für die Lernenden zur Verfügung stehen, um die Grundlagen sich zu erarbeiten. Und genau, auch übrigens neue Prüfungsformate, also die Solo-Taxonomie habe ich in Australien und Neuseeland kennengelernt, im Structure of Observed Learning Outcomes. Das ist sehr spannend, dieser Ansatz, wie man eben komplexe Projektleistungen überhaupt bewerten kann. Und wenn man einmal so viel Zeit in so ein Projekt gesteckt hat mit dem Design, dann wird das natürlich nicht einmal gemacht, sondern dann macht man das halt mehrmals hintereinander. Das heißt, mehrere Kohorten kommen in den Genuss dieser Projekte und die werden dann auch immer besser, weil wenn man es einmal gemacht hat und merkt, was gut gelaufen ist, dann macht man das weiter und was nicht gut gelaufen ist, das wird halt geändert. Und das geht aber nur, wenn Lehrkräfte zusammenarbeiten. Und natürlich haben wir bei dem Thema, da wirst du bestimmt noch was dazu sagen, Friedemann, auch die politische Ebene. Die darf man hier nicht ausblenden, weil ich glaube, mit diesen schulinhärenten Innovationsprozessen kommen wir nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann fängt es an, politisch zu werden. Und ich glaube, der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, weil im November entscheidet die KMK über die Regelungen zur Oberstufe und da wird das Ganze festgezurrt und wenn die KMK das einmal festzurrt, dann ist das wahrscheinlich für 10 Jahre festgezurrt und bis man das dann wieder aufmachen darf, vergeht dann wirklich wieder viel Zeit. Deswegen ist jetzt eigentlich ein politisches Zeitfenster, das man nutzen muss und das ist relativ kurz, dieses Zeitfenster. Wir haben nur wenige Monate. Ich will es vielleicht relativ kurz machen. Ich glaube, der entscheidende Punkt für mich wäre, kann ich an dem Design anknüpfen. Ich würde allerdings das ein bisschen weiter fassen und sagen, es wäre doch einfach an jeder Schule möglich, Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer zusammen an einen Tisch zu nehmen und zu überlegen, wie würde ich mir einen Oberstufenunterricht wünschen. Also sozusagen agile Konzepte entwickeln, wo man sagt, und dann mal nicht von den Begrenzungen ausgehen, sondern in Möglichkeiten denken. Und dann kommt man zu beidem. Da kommt man, sieht man einerseits, wie innerhalb des Systems Dinge durchaus anders laufen können. Ich würde da vor allem an Zeitstruktur ansetzen. Das wird auch kommen von den Schülerinnen und Schülern. Wie viel muss denn im klassischen Unterricht
wirklich gemacht werden? Was für andere Möglichkeiten gibt es auch in Kombination mit Digitalisierung? Und dann kommt man als zweites sofort, dass man an Mauern stößt, die durch politische Rahmenbedingungen vorgegeben sind. Und so bin ich als Schulentwickler gestartet und letztlich zum Politiker, wie der Vincent richtig beschrieben, irgendwie geworden, weil man einfach dann spürt, es kann nicht nur sein, dass wir in die Nischen immer suchen und eigentlich gegen ein System arbeiten müssen, das genau in die umgekehrte Richtung läuft. Und deshalb, genau, mehr will ich gar nicht mehr sagen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für meine drei spannenden Impulsgebenden, Marie, Anne und Friedemann. Ich sage vielen Dank an Sie alle als Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses digitalen Impulses. Im Anschluss gibt es noch die Möglichkeit, bei einem Lagerfeuer ganz direkt in den Austausch zu gehen. Es sind jetzt auch einige Fragen aus dem Mentimeter unbeantwortet geblieben. Das tut mir leid, das ist einfach eine Frage der Zeit, welche Fragen wir hier in den digitalen Impuls mit reinnehmen können. Ich darf ankündigen, dass meine Kollegin jetzt in den Chat einen Link zu einem Feedbackbogen schickt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen, den auszufüllen im Nachgang zu diesem digitalen Impuls, weil wir immer dazu lernen wollen. Wir versuchen auch die Anregungen für neue Themen, die wir da bekommen, mit aufzunehmen, um diese Reihe immer weiter zu entwickeln und weiter zu gestalten. Außerdem, das hat meine Kollegin schon in den Chat geschrieben, Ende der Woche erhalten Sie eine Follow-up-E-Mail. Da ist die Präsentation von Anne mit drin, der Vortrag von Friedemann und vielleicht noch der ein oder andere interessante Link, den uns die Referenten, Referentinnen zur Verfügung stellen. Ich darf den Hinweis auf den nächsten Impuls geben. Der findet nämlich statt am 9. März zum Thema eigenverantwortliches Lernen von Schülerinnen und Schülern, also jetzt in 2 Wochen. Außerdem darf ich noch ankündigen, das habe ich ja schon ganz am Anfang gesagt und sowohl Anne als auch Friedemann haben kurz darauf rekurriert, dass wir in einem knappen Monat das Forum Neue Oberstufe haben. Noch kann man sich anmelden. Ich glaube, bis Ende der Woche am Sonntag ist der Anmeldeschluss. Der Link zur Anmeldung finden Sie hier. Es gibt eine Auswahl am Ende, weil es uns da wichtig ist, wirklich, dass Schulen miteinander in einen direkten Austausch kommen. Also es wird ein ganz anderes Format sein als dieser digitale Impuls hier. Das geht darum, dass wirklich Schulteams, also melden Sie sich gerne auch als kleine Gruppe mit Kolleginnen und Kollegen vielleicht an, dass Schulteams miteinander während dieser beiden Tage, an denen das Forum stattfindet, in eine Zusammenarbeit kommen, untereinander im eigenen Team, aber auch im kollegialen Austausch mit anderen Schulen. Außerdem wundern Sie sich vielleicht, dass wir heute überhaupt nicht auf das Thema Corona zu sprechen gekommen sind. Diese digitalen Impulse sind eigentlich mal ins Leben gerufen worden von uns als Reaktion auf die Corona-Pandemie und die Schulschließungen im März letzten Jahres. Seitdem finden die digitalen Impulse nämlich statt. Ich fand es ehrlich gesagt ganz angenehm, mal heute nicht darüber zu sprechen und eher wirklich den Blick mal zu weiten, wo könnte die Reise hingehen. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch, das Abitur spielt ja eine ganz große Rolle auch im Corona-Diskurs. Deswegen war es, denke ich, auch nicht deplatziert. Allerdings darf ich ankündigen, dass von Ende März bis dann zum 10. Mai bis zur Preisverleihung des Deutschen Schulpreis 2021 Spezial 7 Wochen lang tolle, innovative Konzepte von Schulen, nämlich von Schulen, die sich zum Deutschen Schulpreis Spezial beworben haben, den Herausforderungen der Corona-Krise im Mittelpunkt der digitalen Impulse stehen werden. Also wir beteiligen uns mit den digitalen Impulsen an den sogenannten Themenwochen zum Deutschen Schulpreis Spezial und da werden wir Ihnen sicherlich auch nochmal über unseren Newsletter die genaue Abfolge der Themen zukommen lassen. Wir freuen uns, wenn Sie das weitersagen und auch Ihren Kolleginnen und Kollegen vielleicht einen Hinweis geben auf diese digitalen Impulse. Ich schließe jetzt, mein Kollege Florian stoppt die Aufzeichnung, den digitalen Impuls. Ich darf nochmal Danke an alle Mitwirkenden sagen, vor und hinter den Kulissen. Ich glaube, wir können jetzt aus dem Spotlight rausgenommen werden und das Lagerfeuer, also ein offener Austausch, wo Sie alle nochmal Ihre Fragen loswerden können, die jetzt nicht beantwortet wurden. Das Lagerfeuer ist dann eröffnet.